Ja, Detlef Kohl, 1-0 beim Tabellenletzten verloren. Deine Fazit zum Spiel? Also das Fazit zum Spiel von unserer Mannschaft war total sehr schlecht. Also ich muss sagen, da war kein Fußball. Das war einfach Deckenmannschaftmäßig. Hat die Mannschaft vielleicht vor dem Spiel zu lange auf die Tabelle geguckt? Richtig. Die waren die ganze Tabelle letzter, sie wollten dann gewinnen. Und die schlagen wir. Und dann ist er rückwärts in der Hose gegangen. Mhm. Erste Halbzeit, einige strittige Entscheidungen, 2 Elfmeter nicht bekommen, aus seiner Sicht. Ja, das waren 2 Elfmeter, aber da musste Schiri flöten, aber hat er nicht gemacht. Da können wir uns nicht zurückgreifen von. Pech gehabt. Chancen wurden in der ersten Halbzeit auch vergeben, ganz klar, klassklare. Ganz klar, ja, die müssen drin sein. Wenn ich so einen Stürmer habe, der sich beweisen will und macht so einen Scheiße, also der hat einen Sturm nichts mehr zu suchen. Gut, zweite Halbzeit, Dünnwald nur noch mit 10 Mann. Von deiner Mannschaft zu wenig nach vorne gebracht. Viel zu wenig. Sie waren mit sich selber beschäftigt, statt am Fußball zu spielen. Und mit dem Schiedsrichter nur am Brüllen und am Dunner machen, das ist nicht Sinn der Sache. Mhm. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Ja, Elfmeter bekommen, verschossen. Was war los gewesen? Vor dem Elfmeter haben sich 2 Spieler gestritten, wer den ausführen darf? Ja, das waren die 2 Brüder und die hatten normalerweise Angst, da vorne zu suchen. Wir haben 2 ausgesucht, die der Elfer schießen sollten und gehen vom Elfer weg. Und die 2 sind am Diskutieren und ich wusste, dass der nicht drin war. Ich hatte gerade schon den Dennis Armbrecht gefragt. 4 Punkte nur nach den ersten 4 Spielen. Wo geht der Weg der Victoria hin? Ich würde hoffen, dass wir uns jetzt mal richtig alle mal am Riemen rissen. Wenn die anderen wieder an Bord sind, dann werden wir schon Punkte holen. Alles klar, danke fürs Gespräch, Detlef. Ja, Dennis, das Spiel heute in Dünnwald beim Tabellenletzten mit 1-0 verloren. Dein Fazit zum Spiel? Ja, auch wieder schwach angefangen eigentlich. In der zweiten Halbzeit besser reingekommen. Spiel ausgeglichen gewesen eigentlich. Schade, dass wir verloren haben. Ein Unentschieden wäre artgerecht gewesen. Naja, was soll man sagen? Die Mannschaft von Dünnwald, wie gesagt, noch kein Punkt, noch kein Tor, letzter Tabellenplatz, letzte Woche Spielabbruch. Wurde dir vorbereitet, dass hier was hektischer werden könnte? Man wurde darauf informiert gewesen, dass eventuell hier etwas hektischer werden sein könnte, aber dadurch, dass der Spielabbruch war, haben wir vielleicht gedacht, dass wir hier wenigstens 3 Punkte mitnehmen können. Dadurch, dass sie vielleicht nervös sein könnten, auch dadurch, aber leider nichts gebracht alles. Mhm. Du musstest vorhin ausgewechselt werden, was war los? Bin in den Zweikampf gegangen, Kopfball hoch und bin auf meinem eigenen Arm in die Rippe gefallen und eben Schmerzen, keine Luft mehr bekommen. Mhm. Wo geht der Weg hin, der Victoria? 4 Punkte nur aus den Spielen? Ja, also der Weg soll Mittelfeld mindestens bleiben, sodass wir nicht absteigen. Der Aufstieg unrealistisch nach meiner Hinsicht. Nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ne? Alles klar, danke fürs Gespräch. Bitteschön.